6, 5, 4, 3. Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und ja, wir machen heute ein bisschen weiter mit Teardown, nachdem die erste Folge bei euch ja auch so gut ankam und ich selber sehr viel Spaß an dem Game hatte, dachte ich mir, können wir doch mal einfach nochmal eine Folge Teardown aufnehmen. Ich bin mal gespannt, was die neuen Missionen sind. Ja, wir können einfach mal gleich gucken, was für Missionen wir haben. Dann reisen wir mal dorthin. Mal schauen, was unsere Missionen gleich sind. Ah, das war die Mission, stimmt. Da erinnere ich mich dran. Da haben wir ja... Ich hätte ja ein abruptes... Ah, okay, das ist Escape-Ding. Da haben wir ein abruptes Ende gefunden, leider. Weil ich unter die Map geglitscht bin. Wir müssen ja hier vorne einmal diesen einen das eine Haus abtrennen. Wir schwimmen einfach mal jetzt hier nach vorne hin. Und Gas. Vollgas da rein. Vollgas da rein. Ah. Es kämpft. Aber es fällt. Ich glaube, ich bin schneller, wenn ich das mit dem Hammer noch Rest zerdeppere. So, wir haben einfach mal auch hier die Stützen mal kaputt. Zack, und jetzt ist es nur noch ein Meter zu hoch. Und dazu hauen wir einfach mal hier einfach mal hin. Und trennen einfach mal hier das hier ab. Ah, jetzt hier oben noch die Dachspitze. Hier noch. Zack, dann haben wir das Target abgeschlossen. So, wir müssen noch Office Safe und Warehouse Safe. Dann gehe ich actually erstmal wieder hier beim Office Safe vorbei. Bin mal gespannt, ob die Level noch... Ich meine, wahrscheinlich werden die schon noch anspruchsvoller, aber... So, jetzt müssen wir einmal nach hier oben hingehen. Zack, so, den Safe. Der soll ins Wasser rein, okay. Ich glaube, es macht actually mehr Sinn, wenn ich den tatsächlich erstmal nach unten befördere. Jetzt versuche ich jetzt hier irgendwo in die Wand ein Loch rein zu hämmern. Ich versuche lieber hier im Boden ein bisschen aufzumachen. Und den dann so runter zu bekommen. Zack, so. Jetzt machen wir hier ein Loch in die Wand rein. Das kriegen wir hin. Nein, kriegen wir hier nicht hin. Und dann komm mal her. Also ein bisschen hinwurbeln ist, glaube ich, eine gute Idee. Immer so nicht her. Oh, ja, 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 ja. Dann schiebe ich ihn. Zack, abgeschlossen. Und als letztes haben wir noch die Mission hier. Da müssen wir einfach einmal hier rüber. Und der befindet sich hier vorne drin. Okay, heißt, wir müssen hier rein. Okay, die Türen gehen dann teilweise einfach direkt auf. Und hier, genau, hier ist der Safe drin. Ich hau mir von unten frei. Zack, so. Entweder glitsche ich gleich wieder unter der Map oder dieses Mal habe ich irgendwas besser gemacht. Also versuchen wir jetzt hier möglichst gerade drauf zuzufahren. Und das Ding zu schieben. Jetzt darf mir das Ding nur nicht den Weg versperren. Deswegen fahre ich das mal ganz schnell ins Wasser rein. So. Der Rollen scheint ganz gut zu funktionieren. Zack. Nice. Und jetzt können wir abhauen. Abhauen können wir hier vorne mit dem hier. Okay, es ging relativ schnell. Habe ich letztes Mal länger für gebraucht, aber gut. Letztes Mal wusste ich noch, kann ich auch noch nicht das halbe Level. Du hast mir gute Dienste erwiesen, aber ich hau dich jetzt hier mit voller Wucht aufs Land. So. Einsteigen. Abfahrt. 8 Minuten 44. Okay. Nice. Wir haben ein neues Tool bekommen. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Was ist denn das? Oh, eine Shotgun. Dann. Ja, egal. Rein in die nächste Mission. Die hier. Play Mission. Wir wollen mal wieder alle drei Targets machen. Weil sonst bin ich unsatisfied. Hier sehe ich schon, hier ist auf jeden Fall schon mal eine Sicherung dran. Oh, das wird so ein Fall. Wo wir quasi Perfect Timing alles machen müssen, oder was? Dann schaue ich mal jetzt hier vorne vorbei, ob hier irgendwas alarmgesichert ist. Weil ich glaube, wenn hier alles alarmgesichert ist, dann müssen wir uns echt einen guten Plan zurechtlegen. Wie wir das schaffen. Wir haben ja wahrscheinlich wieder nur eine Minute Zeit. Eine Minute für alle drei Sachen könnte heavy werden. Okay, das ist alarmgesichert. Muss ja das. Stell dir, ich muss es in den Truck bekommen. Wie bekomme ich das überhaupt in den Truck mit rein? Weil das sieht ja so aus, als wäre das irgendwo unter Deck gewesen. Okay, nee, ist es nicht. Aber warte mal.
Ja, wenn ich losfahre, das triggert ja noch keinen Alarm. So. Heißt, dann würde ich mir das Ding tatsächlich hier so hinparken. Ja, ja, ich muss eure Boote mal ein bisschen crashen. Dass ich das hier relativ schnell rausfahren kann und damit escapen kann. Wo fahre ich das am besten hin? Ich guck mal. Wobei, da ist die Ecke zu klein. Ich mach mal lieber eher so hier. Das müsste eigentlich gehen. Heißt dann... Warte mal, ich speichere jetzt schon mal. Quick Save. So. Weil ich will was ausprobieren und wenn ich Pech habe, triggert das den Alarm. So, ich meine, ich habe ja hier dieses Ding. Ich gucke mir erstmal an, was hier vorne für Targets sind. Weil die sind ja wahrscheinlich auch alle alarmgesichert. Weil das Ziel ist ja eigentlich, ich muss eigentlich ja mit einem Fahrzeug dann nach vorne fahren. Wäre quasi dann... Ich klaue mir hier die Dokumente, renne hier hin, klaue mir das Ding, hole mir das Auto, fahre mit dem Auto nach da vorne und hole mir das andere Auto. Ich hoffe mal, das reicht von der Zeit her, weil ich glaube, es könnte echt knapp werden. Die sind alarmgesichert. So, jetzt würde mich auf jeden Fall mal eine Sache interessieren. Quick Save. So, kann ich quasi hier mir schon mal den Boden aufbrechen, dass das Ding einfach so raushängt? Kann ich nicht, okay. Meine Idee wäre halt quasi, dass ich mir schon mal hier so ein Loch reinmache. Dass ich halt relativ schnell... Oh, hierüber könnte ich das theoretisch machen. Wenn ich dann so mache. Und dann müsste ich eigentlich... Ja, ich komme ich ans Target dran. Quick Save. Ja, ich komme ran. Was wir jetzt machen müssen. Also der Plan sieht wie folgendermaßen aus. Wir gehen als allererstes hier hin. Lösen hier den Alarm aus. Steigen dann hier in das Boot rein. Fahren mit dem Boot darüber. Bei dem, ich muss mal gucken, wegen dem Auto... Den kann ich mir aber auch noch vorne fahren. Okay, der löst auch nicht aus. Das finde ich schon mal sehr gut. Heißt, wir können auch das Auto uns relativ nah hinbringen. So, das würde ich irgendwie so machen. Wir probieren es einfach mal. Scheiß drauf. Wir probieren es jetzt einfach mal. So, run. Wir haben eine Minute Zeit. Zack. Über das Ding komme ich hier das zweite Target dran. Oh. Scheiße. Oh Gott, das wird knapp. Das wird richtig knapp. Okay. Na, das wird nichts. Das wird nichts. Aber es fehlt nicht mehr viel. Okay, der muss ich mir anders hinpacken. Ich kann mir nicht probieren. Oh, das ist glaube ich, actually gut. Bam. Okay. Quick Save. Jetzt haben wir es. Jetzt ist das Auto direkt fahrbereit. Okay, wir kommen hier raus. Zack, wir nehmen uns das Ding direkt. So. Speedboot. Scheiße. Okay. Ich habe zu viel Zeit verloren, glaube ich schon. Ich meine, wir waren gerade eben bei 38 schon draußen. Aber okay. Vielleicht ist mein Boot jetzt schon mal ein bisschen wendiger. Ja, es ist schon mal deutlich wendiger. Das ist schon mal gut. Jetzt sollte ich am besten nur nicht hier hängen bleiben gleich. Oh. Zwölf, elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf. Ja! Boah, war das knapp. 3,6 Sekunden noch. Geil, das haben wir aber gut gemacht. Das haben wir richtig gut gemacht. Also, wir hatten jetzt echt Glück bei der vorherigen Mission. Also, allein schon, dass wir das Auto da runterbekommen haben, ohne den Alarm auszulösen, ey. Kriegen wir hin. Kein Problem. Jetzt ist natürlich nur die Frage, existieren hier Alarmvorrichtungen? Ja, hier existiert zumindest schon mal eine. Wahrscheinlich ist hier alles alarmgesichert, gehe ich mal davon aus. Hier muss ich ins Wasser reinfahren, okay. Ich würde gerne alle machen, weil ich weiß halt nicht, ob alle möglich ist. Weil ich kann ja den hier bewegen, ohne dass ein Alarm losgeht. So. Kann ich jetzt nicht einfach den Hauptwagen ins Wasser reinfahren? Oder löst das dann den Alarm aus? Zack. Fivehead. Das hat nämlich den Alarm nicht ausgelöst. So. Jetzt natürlich die Frage, haben wir hier noch mehr Autos, die so leicht gesichert sind einfach nur? Also die wir einfach mit dem kompletten Ding
ins Wasser fahren können. Weil das macht uns natürlich das deutlich einfacher. Der befindet sich nicht so dicht, relativ leicht ins Wasser, auch relativ schnell. Ich mache jetzt nur gerade so ein bisschen Sorgen, weil die da vorne, die sind halt wirklich, wirklich weit weg. Also wenn ich die alle drei ins Wasser dampfen muss. Bitte, bitte, bitte. Nein. Oh, das? Okay, dann wird's schwer. Bitte lass den hier hinten drinnen vielleicht noch. Der hier? Der scheint mir keine Alarmanlage zu haben, oder? Okay, aber der hat keine Reifen. Ist schön gut, dass die überall Valuables sind, aber ich hätte ganz gerne ein Set Reifen oder so. Ah, hier sind Reifen. Kann ich die dran montieren irgendwie? Scheint leider nicht so zu sein. Wir sind auch nur zwei Reifen. Hm. Okay, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Okay, ich habe jetzt mal ein bisschen länger überlegt und mir ist aktuell kein Weg eingefallen. Deswegen habe ich leider mal ein bisschen mal nachgespickelt, wie man das Auto bekommen soll, weil ich mich gewundert habe, wie das bitte schon gehen soll. Und zwar. Okay, das reicht schon mal nicht wirklich aus. Und feuchte ich mal ganz kurz aus dem Weg hier. Und hol mir mal wirklich ein Auto, was das hinkriegen könnte. Genau, hier vorne. So einen schönen Kipper. Der sollte im besten Fall mit möglichst wenig Schaden. Und jetzt einfach hiermit kicken wir dann gleich das Ding einfach mal möglichst weit hoch. Wir gehen jetzt mal hier rein. Jetzt müssen wir theoretisch zwei Autos zercrushen, aber okay. Kriege ich das Ding jetzt selber? Doch, kriege ich sogar. Dann habe ich schon mal 2 von 6. Dann muss ich mir nur noch einen schlauen Plan überlegen, wie ich die anderen beiden kriegen kann. Und schon tun wir einfach hier dich Richtung Wasser tragen und lassen dich jetzt hier. Zack. 2 von 6. Quick Save. Ich speichere jetzt auch nochmal. Okay, das Auto ist schnell. Oh. Oh, Hilfe. Ich glaube, das Problem ist, es dauert insgesamt viel zu lange. So, 40 Sekunden für 2 Autos. Ich glaube, das wird nicht reichen. Aber wir schauen nochmal, wie knapp es wird. Wir müssen ja auch zum Escape Vehicle kommen. Das ist ja auch nochmal noch eine Sache. Also 5 kann ich realistisch aktuell mitnehmen. 5 von 6. Aber das satisfied mich nicht. Heißt, dann nehme ich dich mir schon mal vor einen Versuch. Und stelle mich dich, weil ich muss ja hier relativ straight hier lang hin. Heißt, ich stelle mir den hier so hier hin. Und dann brauche ich eigentlich noch ein Auto, damit ich schnell nach da vorne komme. Weil ich muss ja auch noch... Oh, hier vorne stehen sogar 2 Autos. Weil ich muss ja auch noch hier vorne zu meinem Fluchtauto wieder kommen. So. Und aber dann, weil wir müssen ja insgesamt 3-mal hier zurück. Ich glaube, ich fahre am ersten mit dem hier raus, dann mit dem hier und dann mit dem hier. Glaube ich schneller. Heißt, zack, ein Auto, zack. Ich brauche quasi noch ein einziges Auto. Dann nehme ich mir hier vorne noch das Auto. Und stelle mir jetzt auch in Richtung von der neuen Location hin. Ich sollte mir den am besten so hinstellen, dass ich relativ schnell im besten Falle hier hinkomme. Heißt, den stelle ich mir, so stelle ich mir den hin. So. Zack. Okay, jetzt geht los. Und... Oh. Nein, nicht so oft hängen bleiben. Jetzt nicht das Auto rammen. Ich sag dir nicht das Auto rammen. Das letzte ist jetzt zum Glück relativ leicht zu bekommen. So, du bist schnell das Auto, das weiß ich. Oh, oh, nicht hängen bleiben. Boah, das wird wieder richtig knapp vom Timing her. Zack, rein ist... Was ist denn mit dir? Ich habe halt durch 2 Sachen jetzt relativ viel Zeit verloren, actually. Es wird nix. Aber... Ja. Okay. Aber ich komme, ich will es aber nochmal. Ah, Quick Load. So schnell kann es gehen. Also das Auto bleibt wirklich an jedem Kack hängen. Ja, ich sag, ah, scheiße. Dieses beschissene Hängenbleiben, das kostet mich immer so viel Zeit. Ich muss von hier hinten anfangen. Weil von da vorne zweimal, ich muss versuchen, die Strecke nach hinten zu reduzieren. Oder die lange Strecke. Deswegen, und wenn ich mir jetzt mal die Karte angucke, deswegen würde ich das weitest entfernteste Auto zuerst machen. Heißt, ich mache jetzt erst das hier, fahre es hier rein. Dann hole ich mir das hier, fahre es hier rein. Dann fahre ich hier vorne hin, fahre es hier rein. Fahre hier nach vorne, fahre mit dem Auto hier raus. Ich weiß nicht, ob es klappen wird, aber ich bin gespannt. Weil damit muss ich schon mal wieder ein Auto weniger nach ganz da vorne fahren. Zack. So, der ist da schon mal reingekracht zumindest.
Warum bleibst du hängen? Scheiß Auto. Der geht. Doch, der geht noch. Oh, das hat er Zeit gekostet. Das hat richtig Zeit gekostet. Junge. Was hat die Kamera da bitte schön gerade gemacht? Wäre es nicht gewesen, dann wäre ich nicht so desorientiert gewesen. Oh. Besser bei 15 Sekunden, wenn, also wenn es gut läuft, dann sind wir wirklich bei... Oh Gott, das war richtig knapp. Ich bin ein- und ausgestiegen. Nicht wahr, ey. Er ist ein- und einsteigen. Das war's gerade. Der Run wär's gerade gewesen. Aber ich musste ein- und aussteigen. Flow, der Flow, der Flow. Ich fühle ihn. Der ist drin gelandet. Oh, ich dachte gerade wie schon. Für eine ganz kurze Sekunde. Wir haben schon mal deutlich mehr Zeit. Wir haben deutlich mehr Zeit. Sechs, fünf, vier, drei. Timelapse 2 Seconds. Das war's mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, dann lasst gerne ein Like da. Gerne auch ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr neu seid. Und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr mich immer schön benachrichtigt. Und geht in die Kommentare, schreibt einen Kommentar. Und das Wichtigste, kommentiert geschriebene Kommentare. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Leute.